Ja, ganz herzlich willkommen im Kino des DFF zum heutigen Abend. Ich bin Daria Berten, ich bin die Kuratorin der aktuellen Sonderausstellung Weimar weiblich, Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne 1918 bis 1933. Ich schaue auf den Zettel, als ob ich den Titel der Ausstellung nicht kenne, aber tatsächlich muss ich mich einfach gerade noch mal kurz vergewissern. Weil ich schon an der nächsten Ausstellung arbeite und deswegen tatsächlich gerade alles ein bisschen durcheinander geht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind zu einer Veranstaltung im ausstellungsbegleitenden Rahmenprogramm, auf die ich mich ehrlich gesagt ganz besonders doll gefreut habe. Und zwar zeigen wir heute Abend den Film Mädchen in Uniform aus dem Jahr 1931. Die 35 mm Verleihkopie stammt von der SDK. Ihr hattet euch die Kopie gewünscht. Wir haben sie jetzt heute Abend hier und freuen uns darauf, sie gleich zu sehen. Die Ausstellung Weimar weiblich ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek entstanden. Und die beiden Gäste des heutigen Abends, Heide Schlüppmann und Carola Gramann, die muss ich Ihnen, glaube ich, nicht vorstellen. Die dürften Ihnen als Frankfurter Filmwissenschaftlerinnen, als Filmkuratorinnen und als Gründerinnen der Kinothek Asta Nielsen, mit der in Kooperation der heutige Abend entstanden ist, bekannt sein und von vielen Abenden hier bekannt sein. Ich möchte die Begrüßung aber kurz nutzen, weil ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken möchte. Ohne euch und ohne eure Arbeit in den letzten Jahrzehnten wäre eine Ausstellung wie Weimar weiblich gar nicht möglich gewesen. Vielleicht haben die ein oder andere die Ausstellung schon sehen können. Wir stellen zahlreiche Filmemacherinnen vor in der Ausstellung. Das hätten wir nicht in ein bis zwei Jahren Vorbereitungszeit stemmen können, sondern das ist tatsächlich so, dass wir auf die Verdienste von Filmwissenschaftlerinnen vor uns aufbauen und insbesondere ich mich auch in der Vorbereitung sowohl der Ausstellung als auch des Rahmenprogramms an euch wenden konnte, die ihr ja sehr, sehr viel Erfahrung habt, sowohl filmtheoretische Grundlagenbildung betrieben habt, an der Zeitschrift Frauen und Film gearbeitet habt, feministische Filmfestivals programmiert habt, viele Filmemacherinnen, die in Vergessenheit geraten sind, auch wieder bekannt gemacht habt und in die Öffentlichkeit geholt habt. Deswegen also vielen, vielen Dank dafür. Und danke, dass ihr für die Ausstellung sogar als Leihgeberinnen fungiert und auftretet. Und zwar haben Carola Gramann und Heide Schlüppmann mir Ausschnitte aus einem Interview, das sie 1980/81 mit der Hauptdarstellerin des Films am heutigen Abend, Hertha Thiele, geführt haben, zur Verfügung gestellt. Das heißt, eine sehr kurze Kompilation aus diesem Interview ist in der Ausstellung zu hören, aber wir beschäftigen uns heute Abend ausführlich mit dem, was ihr da erfahren konntet. Und ich freue mich darauf und wünsche jetzt aber als allererstes mal gute Projektion und einen schönen Abend. Und wir sprechen uns dann nach dem Film und wir fangen das Gespräch zu dritt an. Und dann sind Sie alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Danke, Daniel. So, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend hier seid, um über den Film zu sprechen. Ich würde unser Gespräch gerne damit beginnen, über eure persönlichen Beziehungen zum Film zu reden. Eure ersten Begegnungen, wenn ihr euch erinnern könnt, in welchen Kontexten die stattgefunden haben, wann ihr den Film zum ersten Mal gesehen habt und was er euch bedeutet. Ich fange an, okay. Es ist jetzt nicht Großmutters Märchenstunde, aber ich muss so anfangen. Es war Mitte der 70er Jahre, dass ich im Zuge der Filmstudies, der entstehenden Filmstudies, auch ein ganz starkes Interesse herausgebildet hat, vor allem in England, auch in den USA, an der Geschichte schwul-lesbischer Filmarbeit. Bis dahin hat es sehr, sehr wenig gegeben. Es gab also eines der ersten Hefte, was 1977 rauskam, wurde in England verlegt, Gays and Film von Richard Dyer.
Und dann das wirklich außerordentlich wichtige Buch, das kam aber erst 1981, The Celluloid Closet von Vito Russo, einem amerikanischen Filmhistoriker. Ich hatte Mitte der 70er Jahre begonnen, Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Film zu studieren und habe dann sehr viel in England gelebt, studiert, Kurse gemacht am British Film Institute. Und dadurch kam es, dass ich auch aus biografischem Interesse, also mich mit der Geschichte lesbischer Filmarbeit beschäftigt habe und immer wieder auf den Titel auch gestoßen bin, Mädchen in Uniform. Der Film war aber sehr schwer zu sehen. Und erst 1977 haben sich die dritten Programme in der BRD entschlossen, den Film im Fernsehen zu zeigen. Und ich bin damals mit dem Zug und dem Schiff und dem Zug von London nach Frankfurt am Main gefahren und weiter nach Weinheim, damit ich im Südwestfernsehen den Film sehen konnte. Es war also nicht die Zeit, wo man auf Vimeo gegangen ist oder Mubi und eigentlich fast alles zumindest anschauen konnte und eine Ahnung davon kriegen. Also das war meine erste Begegnung mit diesem Film, von dem ich viel gehört hatte, und ich war sehr angetan und fast ein bisschen verliebt in die Hauptdarstellerin, die Manuela. Also ich war ganz hin und weg von dem Film, so kann ich schon sagen, Daria. Und dann habe ich aber begonnen, mich auch auf einem professionelleren Level mit der Recherche zu beschäftigen. Und da möchte ich doch ein kleines Zitat bringen. Es gab ein Lesbenmagazin, das hieß Dyke Quarterly, das erschien von 75 bis 79 ungefähr. Und da hat eine Filmmacherin, Janet Mayers, die auch Filmkritiken geschrieben hat, in einem Text, Dyke Goes to the Movies, hieß das, dieser Artikel, das ist übrigens jetzt, Dyke ist komplett im Internet nachzulesen, das ist sehr interessant, also ich habe das heute zufällig gefunden. Da schrieb Janet Mayers, Leontine Sagan, die Regisseurin, never made another film, falsch. After Hitler came to power, many of the girls ended up in concentration camps. Manuela fled to Switzerland and committed suicide at 19. Also habe ich gedacht, Mist. Ja, die Sagan, das wusste ich, 74 war sie gestorben. Christa Winslow ist 44 ermordet worden in Frankreich von Kriminellen. Hertha Thiele hatte Selbstmord begangen. Also ich dachte, eigentlich kann man gar nicht mit jemandem reden, die einem zum Film Auskunft geben konnte. Ich wusste damals auch nicht, dass Dorothea Wieck noch lebt, die wir aber nie getroffen haben. Und dann, ganz kurz noch, haben Heide Schlüppmann und ich 1980 bei der Berlinale einen Film gesehen, Solo Sunny, mit der großen Renate Krössner, und dachten, wir wollen ein Interview für die Zeitschrift Frauen und Film mit ihr machen und haben sie angesprochen. Und wie es der Teufel will, also wir wissen beide nicht mehr, wie wir da drauf kamen, sprachen wir über Hertha Thiele, und dann sagte die Renate, ja, die ist ja bei uns beim Fernsehen. Da waren wir etwas überrascht, und es stellte sich aber als richtig heraus. Hertha Thiele hat auch also als Schauspielerin in DDR-Fernsehserien gearbeitet. Sie war nach ihren Aufenthalten erst im Exil in der Schweiz, dann auch hat sie in Frankreich lange gelebt und ist in den 60er Jahren vermutlich zurückgegangen in die DDR, wo auch ihre Schwester gelebt hat. Also dann haben wir uns entschlossen, dass wir gerne mit ihr sprechen möchten. Und das ging dann so, dass wir beim Kulturministerium, beim Außenministerium der DDR, Kulturabteilung, einen Antrag gestellt haben. Wir möchten gerne mit Frau Thiele ein Interview führen. Der ganze Ablauf hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und dann wurden wir erst also ins Außenministerium gebeten und da etwas unter die Lupe genommen. Und dann endlich kam der Tag, in dem wir in einem ziemlich klapprigen schwarzen Volga
in die Peter Behrens Arbeitersiedlung, Köpenick war es, glaube ich, rausgefahren sind in Begleitung einer Vertreterin des Außenministeriums und dann klingelten an einer Klingel, an der stand Thiele Klingenberg. Und dann hat sie uns die Tür aufgemacht und es war, als ob die Annie aus Kuhle Wampe oder die Manuela aus Mädchen in Uniform einem gegenübertritt. Es war ein großer Augenblick. Soweit zur ersten Begegnung, etwas länglich. Ich bitte um Nachsicht. Danke, Carola. Genau, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut, setzen da gleich fort und fragen aber vorher Heide nochmal, denn du hast auch den Film vorher schon gekannt und gesehen. Ja, ich denke, ja. Und du bist ja gleich von dem Film zu Hertha Thiele und so gekommen, erste Begegnung mit Hertha Thiele. Ne? Und ich habe den Film mit dem Film ganz anders begegnet und ich kann auch nicht mehr genau sagen, wann, aber in den 70er Jahren wurde ja hier viel das Weimarer Kino wiederentdeckt im Kino, nicht zuletzt eben hier im kommunalen Kino. Und da haben wir alles natürlich gesehen, was zu sehen war. Ich denke, auch in dem Zusammenhang habe ich auch Mädchen Uniform gesehen. Aber vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Film und was vorher in Weimar eben sozusagen auch an gegenläufigem, an kommunistisch-sozialistischem und überhaupt oppositionellem Kino es gab, was nicht so sehr viel war, aber ja. Und ich habe damals auch Anfang der 70er in einer Arbeitsgruppe am Bundesarchiv zum NS-Film gearbeitet, wo der Leiter des Filmarchivs, Bundesarchiv Friedrich Kahlenberg und wo auch Carsten Witte, der ja sehr viel über das nationalsozialistische Kino geforscht und geschrieben hat, wo wir eben zusammengearbeitet haben. Und in dem Zusammenhang ist dieser Film wirklich ein Beispiel gewesen für die Angst oder auch die, eben auch das, die Auseinandersetzung damit, wie, dass es auch ein Rückfall eben oder das immer noch nicht beendet ist, dieser preußisch autoritäre Staat und das ist wieder diese, der Versuch ist sehr vielfach, den Versuch gibt, das wiederherzustellen, ne? Und also im Vorfeld eben dann auch dieses, das Hitler dann ja auch mit der ganzen, mit den ganzen Nationalen und Kaiser-Revival-Fans sozusagen an die Macht auch kam. Ne? Und in dem Zusammenhang für dieser Film eben eine ganz wichtige Position bezieht. Ne? Das ist ja von Anfang bis Ende deutlich, die Verkörperung dieses Autoritarismus in der Figur der Oberin und der alte Fritz steht ja da auch als Figur, also als Monument oder als steht er da in ihrem Arbeitszimmer, in ihrem Büro und auch diese Töne am Anfang, die Musik und das und die Marschelemente und so weiter. Das wird ja schon von Anfang an eingeführt. Also das war eigentlich mein Zugang zu dem Film, aber auch natürlich die Frage der Frauenzusammenhänge. Ne? Das Augenmerk darauf zu lenken, wo der eigentlich auch sehr einzigartig ist, weil andere, wie zum Beispiel später dann Acht Mädels im Boot oder die vier Gesellen im Nationalsozialismus, wie das auftaucht, das ist dann natürlich fehlt diese Subversive, fehlt diese Gegenelemente und so. Aber das war auch ein Augenmerk. Aber ich bin dann eben zu diesem ganzen Komplex, den Carola schon jetzt erzählt hat, bin ich eben wirklich mit Carola zusammengekommen. Ne? Ganz spannend, dass sozusagen also eure Begegnungen mit dem Film eigentlich schon ganz wichtige so Marker eigentlich widerspiegeln, auch in der Rezeption des Films, in der Art, wie der Film gelesen wurde, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Darauf gehen wir aber später ein. Jetzt wollen wir von eurer Begegnung hören mit Hertha Thiele. Und du hast gesagt, ihr habt an der Tür geklingelt, sie macht euch auf. Ja, davon direkt an. Von dieser Begegnung gibt es auch sehr schöne Fotos übrigens, kann man nachschauen in
unter anderem der Zeitschrift Frauen und Film, wo Heide und ich eine Nummer gemacht haben zu Lesben und Film. Es war eine der ersten Publikationen hierzulande. Das hieß Trauer muss Sappho tragen und da sind also schöne Fotos von unserer Begegnung mit Hertha, ich darf Hertha sagen, drin. Ja, also sie hat zu diesem Treffen, zu dem wir ja hochoffiziell und sie kannte uns nicht, kamen, sich eine Person ihres Vertrauens mit eingeladen. Das war ihr Arzt. Sie war sehr krank, also hinfällig und das war jemand, der hat gut nach ihr geguckt, der hatte so eine Klinik und also dieser Arzt, der saß einfach mit dabei, Hertha hatte Apfelkuchen gebacken und es war sehr schön, es war eine sehr bescheidene Wohnung in dieser Arbeitersiedlung von Peter Behrens, war glaube ich so erster Stock und sie hatte da so, kann man auch in den Fotos sehen, also so kleine Ehrenwimpel von einem Sportverein in Leipzig hängen und so. Also es war eigentlich fast kleinbürgerlich, ne? Ja. Und aber das ist eigentlich auch egal, es ist nur so ein Eindruck, also war so dieser erste Eindruck, da reinzukommen. Und dann haben wir eben uns kennengelernt und gesagt, warum wir kommen, was wir gerne wissen möchten. Und haben im Beisein der Vertreterin des Außenministeriums an diesem ersten Tag schon mal über Mädchen in Uniform gesprochen. Und zwar sehr lang, also wir kamen sehr ins Gespräch mit ihr und die Frau Bunke hieß die Dame vom Ministerium, die wurde sehr nervös, die wollte nach Hause. Und dann hat Hertha gesagt, ach, wenn Sie schon gehen möchten, dann gehen Sie doch. Und dann war sie weg und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank ist die jetzt weg. Und es war der Anfang von 3 Tagen sehr intensiver Gespräche. Und Hertha hatte, glaube ich, Kartoffelsalat gemacht und es gab Bockwürste und sie hat uns ausgeschickt, Bier zu holen. Und es war nicht sehr hell erleuchtet in diesen Straßen und also wir haben uns ein bisschen vergangen und es nicht gleich gefunden. Und als wir zurückkamen, da stand sie, war eine zierliche Person, schon auf der Straße und hat nach uns geguckt. Und dann hatten wir einen schönen Abend und dann sind wir 2 Tage zurückgekommen und haben Interviews gemacht. Es war... Carola, ja. Wir haben mit ihr Interviews gemacht, aber wir haben gleichzeitig dann auch in diesen 4 Tagen Interview mit Renate Krössner. Mit Renate Krössner also gemacht. Ja, ja, nicht alle die ganze Zeit mit Hertha. Nein, aber haben viel. Haben wir auch später also, dann in Frankfurt, ne? Vor allen Dingen. Und wir haben sie aber dann viele Stunden, darf ich kurz sagen. Also ich hatte in der Ausstellungsvorbereitung Carola, Heide und Hertha Thiele viele Stunden auf den Ohren. Ja, es ist ein ganzer Stapel Audiokassetten. Also wir hatten so ein Sony-Aufnahmegerät und natürlich Kassetten und wir hatten eine offizielle Interviewerlaubnis und wir durften es auch einführen, also man musste das ja alles immer vorlegen und am 2. Tag bei der Ausreise haben sie uns die Kassetten weggenommen und wir haben gesagt, also wir durften die doch einführen, jetzt dürfen wir sie auch wieder ausführen, das war alles etwas also holperig und wir mussten uns dann auch bei der Polizei anmelden, aber es ist eigentlich wurscht. Also die Gespräche mit Hertha waren sehr offen. Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis, obwohl wir haben jetzt noch mal die Interviews gelesen, es sind auch Sachen drin, da wundert man sich einfach, aber das ist in der ganzen Literatur zu Mädchen in Uniform, gibt es ganz viele Anekdoten oder Behauptungen, die immer wiederholt werden, weil alle voneinander abgeschrieben haben und die völlig unbestätigt sind. Also dazu kommt, das erste war die Meyers mit ihrer Behauptung, die hat sich umgebracht. Dann hat Hertha Thiele gesagt, die Ehe mit dem Hadwani von... Ja, also das habe ich ja heute auch noch mal angeschaut. Ja, also das ist ja wirklich ein bisschen abenteuerlich. Ja, abenteuerliche Geschichten da. Das war jetzt die, da ging es um die Drehbuchautorin Christa Winsloh. Hertha sagt euch die Ehe. Und Tine Sagan. Und wir waren natürlich schon auch sehr interessiert, also an dem subkulturellen Kontext, in dem dieser Film entstanden ist und auch nur entstehen konnte im Grunde, also in großen Teilen.
Da sprechen wir jetzt nicht von der Filmtechnik, das ist ja ganz fabelhaft an diesem Film, also die Kamera, die Beleuchtung, die Musik, das ist, macht den Film zu einem herausgehobenen Film der Weimarer Republik, das muss man sagen. Aber wir haben uns eben sehr interessiert auch für den ganzen Zusammenhang. Das war ja sehr ungewöhnlich, darf ich das noch sagen an dieser Stelle? Also das war eine Kollektivproduktion, damit fing es an. Das hat es vorher nicht gegeben. Es war ein All-Women-Cast, es war eine Regisseurin, es waren zwei Drehbuchautorinnen, wenn F.A. Andam, was ich nie rausgefunden habe, wer dahinter steckt, eine Autorin ist. Nein, das ist keine Autorin. Also in der Biografie von Leontine Sagan ist es wohl ein Mitarbeiter von Kai Fröhlich gewesen, mit dem er oft zusammenarbeitete. Und Fröhlich hatte die Oberleitung. Das war auch aus juristischen Gründen notwendig, haben wir uns sagen lassen, weil diese Frauen also nicht rechtlich in der Lage waren, also diese Produktionsgesellschaft da zu gründen. Wir sind dem aber nie nachgegangen, also was da wirklich strukturell also mit zusammenhängt oder auf der juristischen Ebene. Und es war schon klar, dass also aus der sehr starken Berliner Lesbenszene auch da viele Einflüsse auch in den Film reingegangen sind, also über die Figur der Drehbuchautorin Christa Winslow. Dann hat ja auch Erika Mann mitgespielt, Sie haben sie sicher erkannt, das ist die Deutschlehrerin, die den Kindern beibringt, dass sie schön deklamieren sollen, das ist Erika Mann. Aber wie Hertha sagt, aber das ist auch so eine Anekdote, dass Erika immer schon mit Shampoos in der Frühe angekommen ist und mit den Mädels Unfug getrieben hat und dann hat Fröhlich sie rausgeschmissen. Sie haben sicher gesehen, dass die Deutschlehrerin im zweiten Teil eine andere Person ist als Erika Mann. Also als die Königin kommt, da ist das Fräulein von Athems eine ganz andere als in der Szene, als da geprobt wird. Und interessanterweise, also die haben nicht chronologisch gedreht, denn am Anfang ist auch die andere, als sie das erste Mal aufgestellt sind, ist auch die andere Person, die Deutschlehrerin und ja, also so viel zu. Aber in beiden Sprechszenen, also am Anfang sozusagen an diesem Tisch, wo die Französischlehrerin auf Französisch spricht, ja, die Englischlehrerin. Ja, ja, da ist sie da auch ist dabei. Kann man ja, und dann später eben in diesen Theaterproben. Ich weiß nicht, also was wir dazu sagen können, was dieser Kontext für den Film im Grunde bedeutet hat, also ganz gewiss auf der Rezeptionsebene. Vorausgegangen dem Film ist eine Aufführung des Stückes von Christa Winslow, das hieß erst Ritter Nerestan und ist in Leipzig aufgeführt worden mit Hertha Thiele in der Rolle der Manuela. Und dann in Berlin auf der Bühne mit dem Titel Gestern und Heute. Und da hat zum Beispiel die Figur, das Fräulein von Bernburg, Margarete Melzer gespielt, die man also so flapsig oder auch richtig als Butch bezeichnen könnte. Also das ist eine ausgeprägt stereotyp lesbische Person, wie sie so dem ja, bestimmten Stereotypen Vorstellungen entspricht. Und Herr Fröhlich hat die nicht übernommen, obwohl sie offensichtlich die bessere Schauspielerin war. Und Dorothea Wieck, die der ganzen Sache nochmal einen ganz anderen Dreh gibt, besetzt mit der Rolle der Lehrerin. Wieck ist natürlich sehr gut. Ja, sicher. Und sie hat, ich glaube, sie trägt dazu bei, dass der Film nicht fokussiert wird, fixiert wird auf diese Lesbenszene. Und was du jetzt ja auch nochmal beschrieben hast, ist eigentlich etwas, was aus einer bestimmten Zuschauerinnenwahrnehmung, also Zuschauerinnenhaltung und auch Wunsch, was zu sehen,
dann auch in dem Film gesehen wird, ne? Was hervorgehoben wird, jedenfalls in der Wahrnehmung. Und das ist auch ganz klar, weil das ganze Kino bis heute, aber vor allen Dingen damals und auch noch sehr lange, auch in den 70ern, kaum was zu bieten hatte an homosexuellen Beziehungen, Liebe, lesbischer Liebe. Das war ja kaum und wenn, dann eigentlich sehr entstellt oder sehr, also jedenfalls dann in den 70er Jahren wurde darüber ja viel diskutiert, dass dann die Frauen entweder sterben oder verrückt werden oder sowieso Alkoholiker. Alkoholismus so. Und das ist dieser Film ja natürlich exzeptionell, weil er schon das anspricht, ne? Aber in einem Kontext, der, wie ich finde, sehr viel komplexer ist und auch sehr viel mehr, dass damit dann auch das Subversive, was in dieser Manuela und diesem Thematisierung und Offenlegung dieses rebellierenden Liebesverlangens, ne, was ja gegen dieses kriegsmännliche Heldengeschichten, die wieder aufgebaut werden, da ins Spiel gebracht wird. Und insofern, wie gesagt, in den vor Hitler 31, 32 ist der Film sehr breit eben wirklich auch als Anti-Preußen-Film und nochmal ein Plädoyer ja auch für die Demokratie, dass diese Frauengemeinschaft ist in Frauengemeinschaft, das ist auch eben dieses Demokratische und Nicht-Autoritäre, ne? Also ein Plädoyer dafür und das eben, ich finde, dieser Film hat für mich sehr viel sehe ich sehr stark auch wieder diese angespannte Situation um diese Zeit, politische Situation, gesellschaftliche Situation und es ist ja toll in den frühen Tonfilmen, dass da oft gar kein Ton ist und dann braut sich da was zusammen oder kriegt so eine Intensität, dieses Warten, diese was passiert und so, ne? Und insofern also denke ich, der Film ist da sehr viel komplexer, ne, als und in den 70ern natürlich ist er jetzt durch diese ganze Schwulenbewegung, Lesbenbewegung, ist das natürlich auch nochmal ganz stark, hat das auch an Öffentlichkeit gewonnen in der Kritik. Ne? Genau, also in eurem Interview geht Hertha Thiele auf eure Fragen hin ja auch darauf ein, dass sich die sozusagen der vielleicht auch Schwerpunkt des Films oder die Aussage des Films gegenüber dem Bühnenstück eben verändert hat, auch durch die Mitwirkung von Kai Fröhlich. Sie beschreibt Kai Fröhlich eben als dezidierten, nicht nur Film, sondern auch Publikumskenner, auch als einen Menschen, der natürlich auch die monetären Interessen des Films im Blick hatte, er ja selber auch eben den Film mitfinanziert hat. Und vielleicht ist jetzt der Punkt, wo wir wirklich nochmal über die zeitgenössische Rezeption sprechen können. Also Christa Winslow hat sicherlich das Stück ursprünglich mal auch aus einem aus einer autobiografischen Erfahrung heraus geschrieben, also nicht nur, dass sie in diesem Herzogin oder Kaiserin Augusta Stift selber ab 1903 erzogen wurde nach dem Tod ihrer Mutter, sondern eben auch als lesbische Frau. Das Stück hat Leontine Sagan in Berlin auch stark in diesem Geist auf die Bühne gebracht und der Film ist aber in der Rezeption, wie du richtig beschrieben hast und wie man heute ja auch sehen kann, hat er auch viele andere Aspekte, die stark wahrgenommen wurden. Zu der Zeit wollt ihr da kurz vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, also ein Blick auf Filme ist ja immer geprägt auch von Interessen und von eigenen Erfahrungen. Also man sieht auch gerne, was man sehen möchte. Und es wurde ja auch viel darüber geschrieben, dass heute wird man sagen, ein queeres Publikum, dass ein lesbisch-schwules Publikum einen Film unter Umständen ganz anders sieht, andere Dinge wahrnimmt, subkutan Dinge wahrnimmt, die an Teilen des Publikums, denen einfach solche Erfahrungen fehlen, vorbeigehen.
Ne? Das war also diese ganze Diskussion über Stereotypen und warum kann man dabei auch Vergnügen haben, wenn man sowas anschaut. Diese Kiste wollen wir aber jetzt nicht aufmachen. Ich will sagen, die Rezeption war natürlich also zum Beispiel bei Lotte Eisner und auch bei Siegfried Krakauer eine andere als zum Beispiel in den USA, ja, wo, das will ich dann noch kurz in Klammern sagen, der Film eine sehr interessante Zensurgeschichte hat. Hier wurde in der Kritik, in der zeitgenössischen Kritik, wenig auf dieses lesbische Thema eingegangen. Das ist dann eben, wie Heide sagte, in den 70er Jahren ganz stark passiert. Aber beim Publikum ist der Film durchaus auch so gelesen worden. Also Hertha sagt, sie hat viele Liebesbriefe gekriegt. Der Verleiher aus Rumänien hat geschrieben, bitte noch 20 Meter Kuss. Um diese Manuela Strümpfe gab es einen großen Kult offensichtlich auch in Japan. Ja? Diese schwarzen Strümpfe, die sie als Don Carlos trägt. Ja, und solche Dinge. Und das ist natürlich auch ein sehr interessantes Feld, also zum Beispiel auch so Fanpost sich anzuschauen. Hertha hat da leider durch ihr Exilleben nichts mehr gehabt. Aber so gab es eben verschiedene Schichtungen. Und jetzt in den USA, das hat auch also damit zu tun, es haben 34 amerikanische Verleiher, es waren zwei Leute, die Rechte erworben für die USA. Und der Film ist 34 dann, soweit ich weiß, auch in New York gelaufen und dann von der Zensur verboten worden, wegen der lesbischen Thematik. Und die haben 18 Stellen, soweit ich weiß, zensiert, aber drei Schlüsselstellen. Die Überblendung, den Kuss im Dormitory, die Überblendung in dem Klassenzimmer, als die Bernburg und Manuela, wo die Gesichter so ineinander fahren, und die dritte Stelle, die Auseinandersetzung mit der Oberin, als die sagt, als die Bernburg sagt, was sie nenne ich den großen Geist der Liebe. Ja. Das hat die amerikanische Zensur sofort erkannt als unsuitable. Und sie haben geschrieben, dass der Film unter keinen Umständen gezeigt werden darf. Ja. So. Und der Verleiher hat die Rechte an dem Film noch in den 70er Jahren, als dieses schwul-lesbische Interesse an dem Film entstand, immer noch gehabt und hat die Kopie nicht rausgegeben für feministische Festivals oder Filmereignisse, wo jemand drauf kommen könnte, dass es da einen lesbischen Subtext oder Kontext gibt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und deshalb ist dieser Film ganz lang kursiert auf schlechten VHS-Kassetten in den USA mit schrecklichen Untertiteln, also muss sehr entstellend gewesen sein. Und dann hat erst... Und in der BRD war der auch nicht im Verleih. Also wie gesagt, er lief dann 77 Mal in den dritten Programmen. Und dann hat der feministische Verleih in Amsterdam, Cinemin, eine neue Fassung rausgebracht mit ordentlichen englischen Untertiteln. Und die ist dann in den USA in den Verleih gegangen bei dem großen, noch bis heute existierenden feministischen Verleih Women Make Movies. Dann konnte man diesen Film sehen. Vorher auch hier in Frauenkino-Zusammenhängen haben wir immer schreckliche VHS-Kassetten zusammen angeguckt. Also diese Fernsehaufnahme. Ja. Das, aber mein Punkt war ja, also dass auch die negative Wahrnehmung also sehr genau erkannt hat, was in dem Film los ist. Ja. Ich muss gerade daran denken, dass Leontine Sagan trotz dieser künstlerischen Oberleitung durch Karl Fröhlich eigentlich beschrieben hat, es sei ihr viel Vertrauen entgegengebracht worden. Sie habe künstlerisch größtenteils freie Hand gehabt. Hertha Thiele wiederum beschreibt es ein bisschen anders, aber Leontine Sagan sagt dann,
erst in den USA, also sie ist ja, ich glaube 32 oder 33 ist sie, 33 ist sie für eine Zeit in die USA gegangen und dann aber auch wieder nach Europa zurückgekehrt, erst in den USA. Da sei ihr dann plötzlich sein ihr Filmplakat begegnet, oder es muss dann 34 sogar gewesen sein, und da stand plötzlich nicht mehr ihr Name, sondern da stand ein Film von Kai Fröhlich. Da hat sie gesagt, die begabte Anfängerin, die war Kai Fröhlich sympathisch, aber die Frau, die jetzt einen Welterfolg feierte, die wollte er nicht haben. Wollte ich gerade nur erzählen, wo wir gerade bei der eben auch bei der amerikanischen Situation waren, aber lasst uns vielleicht tatsächlich auch nochmal über dieses, über die, ja, diesen, den weiblichen Cast in vollständigem Prinzip und auch die, die, ja, das, die, die weibliche Filmarbeit sprechen. Ja, ich wollte es ja auch, wollte auch nochmal sagen, das ist, Carola hat gesagt, das ist ein Kollektivfilm. Und man muss sich ja dann schon vorstellen, dass dann diese Frauen, die haben ja in der Sagan in der Wohnung geprobt, bevor das dann gedreht wurde, ne? Und dass der Film sehr viel sozusagen von unten entwickelt, ne? In diesem Zusammenhang, insofern ist die Sagan zwar Regisseurin, aber es ist nicht so, dass wir jetzt hier wieder einen Autorinnenfilm hätten, ne, denke ich, also so sehe ich das, sondern da kommt was und der ganze Film, den durchzieht ja dieses sozusagen von unten zu schauen. Im Film selber mit dieser Dienerschaft, mit diesen Küchenmädchen, mit dem, das ist ja ganz toll, ne? Und nicht nur von unten, sondern diese Vielheit von ganz unterschiedlichen Menschen, ne? Mit den Dialekten, das ist ja auch großartig, ne? Und insofern ist es in diesem Sinne hat es was von Kollektiv, ne? Und dass es daraus der Film entsteht und nicht von oben dirigistisch. Was auch immer sozusagen die Kamera, aber das ist ja auch nicht von oben, sondern das ist eben dieses Wechselspiel mit der Kamera, was die Thiele sehr betont, ne? Wie wichtig das ist, im Unterschied zum Theater nicht das Gegenüber, sondern also der andere Schauspieler, die Schauspielerin, sondern eben die Kamera. Und das hat auch was Demokratisierendes mit der Kamera, weil das ist, und so. Also ich würde das in dem Zusammenhang auch mit diesen Frauen zusammenhängen sehen. Mhm. Und also das Kollektive, das von unten und diese Betonung der Liebe, was ja etwas sehr Starkes in der ganzen Frauenbewegung, wenn ich an die frühe Frauenbewegung immer meine Lieblingsakteurin da, Helene Stöcker, wo Liebe das zentrale Stichwort ist und was die ist in den 20er Jahren, das war in den 10er Jahren, wo sie über Liebe und die Frauen und so weiter geschrieben hat, und in den 20er Jahren eine radikale Antimilitaristin, Kriegsdienstverweigerungsbund mit organisiert. Also das ist auch dieses, was aus in diesem Frauenzusammenhang wie etwas gegen diesen Militarismus, gegen die gesetzt wird. Ne? Das ist eben auch, kommt von unten, kommt aus diesem Frauenzusammenhang. Ne? Ja, und ganz interessant, weil du auch gerade die Dialekte ansprichst und eben genau dieses von unten, der Cast ist, setzt sich ja zusammen, also zum einen, also vielfach aus Frauen, die vorher nie im Film zu sehen waren, ist auch in der zeitgenössischen Rezeption von vielen KritikerInnen, also sowohl von Lotte Eisner, aber auch von männlichen Kollegen darauf eingegangen worden, dass hier viele, dass sich hier an dem Film sozusagen nochmal zeigt, wie viel Talent für den Tonfilm es in Deutschland gibt, dass hier quasi sozusagen neu auf die Leinwand tritt. Und der Cast setzt sich größtenteils zusammen aus Frauen, die aus dem Theaterumfeld kommen, und zwar einerseits das Stück zum Beispiel in Berlin, also unter Banowski im Theater und unter Leontine Sagans Regie gespielt hatten, aber auch aus einer Zeit einige Jahre zuvor, als Leontine Sagan hier in Frankfurt am Main nicht nur selber als Schauspielerin engagiert war, sondern auch Schauspielunterricht gab. Und sie beschreibt, dass sie eben viele ihrer ehemaligen Schülerinnen zum Film geholt hat. Und das spielt sicherlich da auch eine Rolle, vielleicht auch daher dann die unterschiedlichen Dialekte, weil das natürlich, also tatsächlich Frauen auch aus vielen unterschiedlichen Gegenden waren. Also es ist schon toll, die Sagan hatte überhaupt keine Erfahrung mit Film. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, wo sie übrigens mit keinem Wort, wenn ich es nicht überlesen habe, irgendwelche lesbischen Zusammenhänge erwähnt.
null, auch wenn sie über Mädchen in Uniform spricht, kein Wort. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil es hätte mich interessiert. Also an einer Stelle, nur an einer Stelle, aber auch also nichts Persönliches, sondern da sagt sie, man habe ihr das Theaterstück anvertraut, weil sei ihr zugetragen worden, dass andere Leute das eben wegen des lesbischen Stoffes nicht machen wollten. Da sagt sie, aber das ist Quatsch. In der Zeit ist in Berlin am Theater sind viele Stoffe aufgeführt worden, die diese Ideen nicht stützen. Also es ist vielleicht auch hier in Frankfurt am Main interessant, die Sagan war ab 1916 hier erstmal an, das hieß Helmers Neues Theater, da war sie bis 22, ist dann zum Schauspiel Frankfurt gewechselt, erstmal immer als Schauspielerin in vielen zeitgenössischen Theaterstücken. Hat dann auch Regie gemacht und wie Daria sagt, auch Ausbildung für andere gegeben und schreibt, dass es ihr in Frankfurt wahnsinnig gut ging und dass alles prima war, aber dass sie Angst hatte, dass sie hier so versagt. Also das schreibt sie nicht so, ja, schreibt sehr vornehm. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie es nennt. Sie hatte Angst, dass sie hier kleben bleibt und ist nach Berlin gegangen. Und ihr Mann, sie war verheiratet mit einem Verleger, hat auch seinen Verlag nach Berlin dann umgezogen. Und sie kriegte diesen Anruf von Fröhlich und beschreibt es sehr schön, ist zu ihrem Mann ins Büro gegangen und hat gesagt, Gott, was soll ich denn vortragen und wie soll ich mich denn da präsentieren? Und dann sagt er wohl zu ihr, präsentiere dich doch einfach als so wie du bist, ja. Und dann kam sie dahin ins Studio und dann hat Fröhlich ihr die Regie angetragen. Und das hat sie sehr überrascht, weil sie dachte, sie soll da deklamieren. Ja? Und das war an sich, wie Hertha Thiele auch sagt, von dem Fröhlich wirklich ein ziemlich guter, fast ein Schachzug, weil der hatte durch diese vielen Friedericus Rexe nationalistischen Filme, war ein sehr begabter Regisseur, seinen Ruf ziemlich ramponiert. Und dann hat er offensichtlich also auch gedacht, wenn er da eine respektable Produktion in die Welt bringt, dass das seinem Renommee auch nur gut tun kann. Er hat allerdings den Titel geändert von gestern und heute und hat gesagt, da geht ja niemand, das so erzählt Hertha Thiele, also muss man dazu sagen, ist Anekdote. Er hat gesagt, gestern und heute, da geht doch niemand ins Kino, wenn wir das Mädchen in Uniform nennen, dann denken die Leute, das sind also Mädels, die die Beine schwingen und das ist dann attraktiv fürs Publikum, also da ist wieder ein bisschen seine alte Natur mit ihm durchgegangen wahrscheinlich, ja. Musste ich aber gerade bei der Einstellung, als man sie als Don Carlos sieht, dann wird sie ja von unten mit ihren Beinen, mit diesen langen Beinen in diesen schwarzen Strümpfen gefilmt und dann die Geschichte, die du eben erwähnt hast, dass diese Strümpfe eben auch vermarktet wurden, wieder stark dran denken, dass er ja offensichtlich nicht Unrecht gehabt hat. Und es hat in den 70er Jahren oft also dann auch geheißen in Kritiken, ja, und dann gab es diesen Mann als Oberleiter. Die Sagan schreibt in ihrer Autobiografie, dass Fröhlich sie gebeten hat, alle Ideen, die sie hat, aufzuschreiben und mit in die Besprechungen zu bringen. Und er sagt, wenn es gut ist für den Film, dann nehmen wir es. Ja, also er hat ihr offensichtlich, so wie sie es beschreibt, also sehr viel Freiheit gelassen und das war auch gut so. Ne? Und über die Rolle der Winslow bei den Filmarbeiten habe ich eigentlich gar nicht so viel gefunden. Also da schreibt sie, es ist ein sehr, sehr schönes Buch erschienen, ich muss es mal zeigen. Das ist eine Biografie von Christa Winslow, die ja eine berühmte Tierbildhauerin auch war, von Doris Hermanns. Das ist im Aviva Verlag erschienen vor einigen Jahren und das ist wirklich aus meiner Sicht blendend recherchiert, sehr, sehr schön geschrieben. Das heißt Meerkatzen, Meißel und das Mädchen Manuela. Die Schriftstellerin und Tierbildhauerin Christa Winslow und ich kann also diese Lektüre wirklich sehr empfehlen. Ich fand es ein tolles Buch und
bin froh, dass ich im Zuge dieser jetzt nochmal Beschäftigung mit Mädchen in Uniform das gelesen habe, weil ich kannte es nicht. Also das ist sehr, sehr schön. Und, aber zu den Arbeiten zu Mädchen in Uniform, ja, wenig. Also nur noch mal kurz zu Fröhlich. Also eben, er hat die Friedericus Rex Filme gemacht. Es ist irgendwie schon so ein Phänomen, ne? Also Friedericus Rex Filme, und sicher war er ein Karrierist und ne, das ist so. Und dann aber irgendwie ging dann in seinem Zusammenhang, konnte man diesen Film drehen, also unter seiner Oberleitung, und dem hat er Raum gegeben. Und Hertha schreibt auch, wie Fröhlich sehr gut mit ihr umgegangen ist als Schauspielerin. Und dann eben ist er Leiter der Reichsfilmkammer geworden und ne, von Friedericus Rex zu Hitler. Ja. Und als Phänomen, Hertha Thiele 37 emigrierte, die wurde ausgeschlossen aus der Reichsfilmkammer, sagt sie, sie erwähnt es, also sie war da irgendwie gar nicht bitter, aber sie sagt, damals war mir nicht so klar, dass Fröhlich da seine Unterschrift drunter gesetzt haben muss. Ja. Ne? Genauso der Kameramann Franz Weimar, Weimeyer, einer der ganz großen Kameraleute der Weimarer Republik, der dann Chefkameramann war bei Riefenstahl beim Olympiafilm. Ne? Also die sind halt geblieben in dieser dann in Narzissmus sich entwickelnden Propaganda-Filmmaschine. Und ein Großteil der Leute von Mädchen, also sehr viele von den Darstellerinnen, mussten ins Exil gehen, und weil sie eben. Hat es ja nochmal geguckt, die Biografien, ne? Ja, ich habe die nochmal angeschaut. Da sind auch, ich habe gesehen, Heiko, dass du dich gemeldet hast. Da sind auch also so Dinge im Umlauf. Ich habe gelesen, Emilia Unter, die Oberin, ist in einem stalinistischen Gulag umgekommen. Die ist 39 in Berlin gestorben. Und man findet nirgends was, also dass es nicht eines natürlichen Todes war. Hedwig Schlichter, angeblich in einem KZ umgekommen. Hedwig Schlichter ist mit 88 Jahren ist ins Exil gegangen nach Argentinien. So wie auch die Sagan, haben die Leute dann weiter Theater gemacht, also nicht alle, aber in ihren Berufen dann auch weitergearbeitet. Und Hedwig Schlichter ist also sehr alt geworden und als geachtete Theater Schauspielerin in Argentinien. Und Christa Leontine Sagan ist nach verschiedenen missglückten Karriereversuchen im Film zurückgegangen nach Südafrika, wo ihre Familie aus Österreich hingegangen war. Die lebten dort, waren mal zurück in Österreich, aber dann ist sie in Südafrika aufgewachsen und ist dorthin gegangen wieder und hat dort ein Nationaltheater aufgebaut. Ne? Mhm. Ja, ich würde sagen, wir öffnen das Gespräch, dass Heiko, Sie auch Ihre Fragen loswerden. Der Andreas kommt gerade mit Mikro. Ich habe zwei sehr unterschiedliche Fragen. Die erste ist ein bisschen tricky, weil ich von einem Film spreche, den ich nicht gesehen habe. Inwieweit lohnt es sich denn jetzt hier in dem Zusammenhang auf das Remake einzugehen aus den 50er Jahren mit Lili Palmer und Romy Schneider in der Hauptrolle? Für dich, Heide und Carola, in dem, was den Kontext der Produktion, personelle Verbindungen zu dem früheren Film, meistens sind ja die Remakes aus der BRD von Filmen aus den 30er Jahren ja ganz furchtbar und weichgespült, soweit ich das durch meine Archivarbeit feststellen kann, wie bei Filmen wie zum Beispiel Der Hauptmann von Köpenick, da ist das Original ja unglaublich besser und treffender als das Remake mit Heinz Rühmann. Und eine zweite Frage, die jetzt einen ganz anderen Aspekt beleuchtet, ist: Wie ist es denn mit der Restaurierungsgeschichte von Mädchen in Uniform, was die Digitalisierung betrifft heutzutage?
gibt es denn da sozusagen auch, also Restaurierung in der Form, ins neues Material gefunden? Wie ist es mit der Herstellung einer ursprünglichen Verleihfassung, Zensurkarten etc.? Das würde mich auch mal interessieren, wie da der Stand der Forschung ist. Heiko, ich glaube, das müsstest du mal recherchieren, oder? Ja, genau. Aber im Ernst, ne? Also ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja inzwischen eine digitale Fassung, die das British Film Institute rausgegeben hat, die Daria und ich, wir haben das gestern zusammen angeguckt. Also wir hatten uns ja sehr gewünscht, die 35mm Kopie zu sehen. Die Restaurierung, wir konnten es nicht so ganz wahrnehmen, weil wir haben die Fassung angeschaut, die von der queeren Filmhistorikerin und Kuratorin Jenny Olsen durchgehend kommentiert ist. Also das war ein bisschen weird, aber wir haben, das hat aber nichts mit dem Bild zu tun, da ist ein Kommentar drauf. Die Restaurierung ist wie sehr viele Digitalisierungen für mich sehr, wie soll ich das sagen, also nicht kalt, aber die hat so eine Härte. Also diese Kopie hat ja diese Pudrigkeit und eine gewisse Weichheit, auch wenn sie manchmal etwas dunkel ist. Wie die Restaurierung zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe mich auch nicht gekümmert, also was das jetzt für ein Ausgangsmaterial ist. Aber das wäre natürlich eine interessante Frage. Ich hatte die Hälfte deiner Frage gerade verpasst, weil wir noch auf die davor kurz uns ausgetauscht haben. Aber ich habe heute nochmal mich mit dem Thomas Worschech ausgetauscht, also dem Leiter des Filmarchivs hier. Wir müssen ja die Digitalisierung 2018 gemacht haben, wobei er sich nicht erinnerte, daran beteiligt gewesen zu sein, aber wohl ist ja hier entstanden, und in dem Mailverkehr, den ich dazu von ihm zugeschickt bekommen habe, stand, das ist wohl die Nitro-Positiv-Kopie aus der SDK und eine 16mm Kopie auch aus der SDK für Tonsequenzen, die fehlten, verwendet worden. Mehr kann ich aber leider auch gerade nicht zusammenbringen. Diese 16mm Kopie, ich glaube, die lief in den. Die hat viel, die haben wir viel gesehen, ja. Ich glaube, dass. Ich habe auch heute den Eindruck gehabt, eben die Stellen, wo zum Teil auch Ton fehlte, hier eben in der Kopie identifiziert zu haben, wo wir gestern Ton zu hatten auf der Blu-ray. Mhm. Ja. Und das Remake mit Romy Schneider und Lilli Palmer und interessanterweise auch Therese Giese als Emilia Under. Nicht als Emilia Under, als Oberin natürlich, Entschuldigung. Ja, was soll man zu diesem Remake sagen? Wir also kommen beide gerade nicht drauf, wer die Regie gemacht hat. Von Barki, kann das sein? Ich glaube, der Barki. Und die ist schrecklich, weil es stimmt auch gar nicht. Also das Verhältnis, also ich kann es nur jetzt für mich sagen, also es ist auch lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber das Verhältnis Romy Schneider, Lilli Palmer, also das haut irgendwie als Schülerin, Lehrerin Verhältnis in meiner Erinnerung überhaupt nicht hin. Ne? Die Romy ist einfach nicht mehr eine Schülerin, so in den Übergangsjahren, also Mädchenjahren. Die ist einfach so voll ausgewachsen und mit Busen und sehr steif auch. Also es ist einfach keine Freude, sie zu sehen. Aber der Film, so wie ich ihn in Erinnerung habe, lässt schon dieses Lesbische irgendwie so als bemerken. Also das ist sehr präsent. Und gerade in dem Widerspruch, dass eigentlich sie nichts von diesem Schmelz hat, sondern eigentlich sehr fraulich wirkt, aber trotzdem dann doch gesagt ist, quasi, da ist dieses lesbische Element in der Beziehung. So habe ich es in Erinnerung.
Aber weil du jetzt gerade sagst, da funktioniert diese Beziehung Schülerin-Lehrerin nicht, können wir vielleicht noch mal kurz erzählen, weil das vielleicht auch nicht allen bewusst ist, die hier in der Fassung von 31 sind Hertha Thiele und Dorothea Wieg, also Schülerin und Lehrerin, gleich alt, sind zu dem Zeitpunkt der Aufnahmen beide nach unterschiedlichen Quellen 22 oder 23. Herr Thiele erinnerte sich schon 23 gewesen zu sein. Gestern haben wir gehört 22. Also. Aber in dem Dreh wenige Monate auseinander und Ellen Schwanecke, die Ilse, also hier die aufmüpfige, witzige Schulkameradin spielt, ist 2 Jahre älter als die beiden tatsächlich noch und spielt eben auch eine der Schülerinnen, aber sehr überzeugend, wie ich finde. Gibt es denn weitere Fragen im Publikum? Bitte. Was hat denn Hertha Thiele gesagt, was ihr dieser Film damals bedeutet hat? So hat sie eigentlich nicht... Ich wüsste, also dazu hat sich nicht dazu geäußert, dass was dieser Film eigentlich für sie bedeutet hat. Sie hat sehr selbstbewusst sich in diesem Kontext gesehen. Also da gibt es auch unterschiedliche kleine Versionen, aber Hertha wollte unbedingt nach ihrer Aussage die Manuela spielen und hat sich beworben und der Mitarbeiter von Fröhlich hat ihr geschrieben, also sie werden sicherlich da eine Rolle haben, aber die Manuela, vergessen Sie es. Und dann nach Herthas Auskunft hat sie geschrieben, entweder ich spiele die Manuela oder ich spiele nicht mit. Und dann kriegte sie angeblich ein Telegramm, Jacket-Krone machen lassen, weil sie hatte sich durch einen Sturz irgendwie einen Zahn ausgeschlagen und hatte da einen Defekt. Jacket-Krone machen, sie haben die Rolle. Also sie wollte das unbedingt und sie hat es sicherlich so eingeschätzt, dass für sie als Schauspielerin auch an diesem Punkt ihrer Karriere dieser Film eine große Bedeutung hatte. Das war der Durchbruch für sie eigentlich und insofern das ist ganz klar, das kommt in diesen Gesprächen auch immer raus, dass das für sie in diesem Sinne erstmal eine ganz große Bedeutung hat, das war der Durchbruch. Aber ich denke auch, dass diese Arbeit, wie sie drüber spricht, für sie ein sehr schönes Erlebnis und außerdem auch einen Kontext. Sie spricht ja, wie sie mit der Winslow auch zusammen und Sagan, das war, und Fröhlich sowieso, ne, das, und mit dem Kameramann. Also das war auch ein Kontext, den sie in Berlin gerade mittels dieses Films sich nochmal erschaffen hatte oder erworben hatte. Und von daher, denke ich, war das für sie wirklich sehr zentral und es ist nach wie vor für sie gewesen ein wirklich auch ein persönliches Unglück sozusagen, dass sie nicht mehr das weiterentwickeln konnte nach 33. Ne? Und da muss man ja auch sagen, dass sie es hätte weiterentwickeln können, wenn sie nicht selber eben auch abgelehnt, also gesagt hätte, ich bin... Naja, aber weiterentwickeln nicht wirklich. Ne? Sie hätte weiter Filme und vielleicht Erfolg gehabt. Da hast du völlig recht. Ne? Absolut. Aber sie hätte arbeiten können. Also sie gehörte nicht zu denen, die nicht hätten weiterarbeiten dürfen, sondern sie hätte eben in einem Kontext arbeiten müssen, den sie abgelehnt hat und auch laut ihrer Aussage... Aber sie war ja eine wirklich politisch sehr bewusster Mensch, ne? Und auch menschlich eben sehr engagiert. Und wir haben sie ja eben im Alter getroffen und sie hatte die Vorstellung, sie möchte noch einmal einen Film machen, einen Kurzfilm, wo sie das nochmal zusammenfasst, die Summe eigentlich dessen, was ihr wichtig ist. Und das war auch, ich erinnere noch, dass sie die Vorstellung hatte, sie sitzt und schaut da das Fernsehen, DDR oder West, wie auch immer, jedenfalls irgendwie so als kunterbuntes und dann steht sie aber auf und macht den Fernseher aus und hört eben Paul Robeson. Das waren Elemente in diesem Kurzfilm, den sie vorgestellt hatte. Also es ging ihr schon um
um eine Mitteilung und die was von Menschlichkeit und was dieser Film auch eben Mädchen in Uniform bringt, eben mit Liebe und mit Menschlichkeit. Darum ging es ihr schon, das in Filmen zu realisieren, und da hatte sie wenig Chancen. Und auch nochmal zu der Frage, was es ihr bedeutet hat. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, dass sie sich ja sehr selbstbewusst eigentlich auch wirklich, obwohl das also eben ihre erste Filmarbeit ist und sie vorher Theater gespielt hat, als Filmschauspielerin positioniert. Also auch in dieser Geschichte, die sie euch erzählt, wie sie eben zur Kamera sich gestellt hat, wie sehr sie sich auch immer, wie viel mehr sie sich von der Kamera hat angezogen gefühlt, als von ihren sozusagen Mitdarstellerinnen. Du hattest das ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Die Weg, wenn ich es richtig erinnere, wollte immer ein Gegenüber, und Thiele hat nur die Kamera gebraucht. Sibylle? Ich bin ein bisschen erstaunt, als ihr gesagt habt, als der Film erschien, war das lesbische Thema irgendwie in der Rezeption gar nicht so das Thema, und das kommt jetzt auch in den Antworten, die ihr gerade gebt, sehr zum Ausdruck. Weil ich jetzt erstmal gedacht hätte, hat das für die Thiele eine Bedeutung gehabt, dass sie dann mit lesbischer Frau identifiziert wird, dass sie vielleicht dann auch so wahrgenommen wird. Ja, alle, die da mitgespielt haben, sind ja vielleicht Lesben, und überhaupt ist das so ein Subkulturfilm und so weiter. Oder ist das einfach nur ein aufmüpfiger antipreußischer? Also ist das nur so wahrgenommen worden? Also ganz bestimmt hatte sie keine Sorge, dass sie da jetzt einen Stempel hat als Lesbe oder dass ihr da was anhält. Das war ihr ganz egal, und sie hatte da überhaupt auch keine, wie soll ich das, also es war für sie völlig, auch als Heide und ich da aufgetaucht sind, und sie hat dann, als er auch in Frankfurt bei uns gewohnt hat, also es war schon ganz klar, was das für ein Kontext ist, das war ihr, da war sie völlig souverän, aber sie selber hat sich nicht dazu gezählt, wobei man sagen muss, dass sie sicherlich sehr genossen hat, dass sie so angeschwärmt wurde, und auch Christa Winslow sagt, sie hat also ihr Avancen gemacht, aber ist ihr nie zu nahe gekommen. Aber sie kokettiert auch. Sie kokettiert da schon ein bisschen mit. Aber ganz sicherlich hat sie sich gesehen, zu Recht, im Kontext der Linken. Und dieser Film ist ja auch also absolut ein progressiver Film. Aber sie hat dann eben weitergearbeitet mit, sie hat ja die Hauptrolle, die Annie in Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? Ist auch die Thiele. Und es ist. Ich habe jetzt auch nicht so ganz verstanden, Sibylla. Du siehst da so einen Gegensatz zwischen Anti-Preußen und lesbisch, oder wie? Gegensatz nicht. Nur, wo sind die Lesben? Also, wo ist das Element der Enttabuisierung von lesbisch sein? In der damaligen Wahrnehmung und auch in der Kommunikation, sagen wir mal, der vielen Frauen, die da mitgemacht haben. Also wie gesagt, die offizielle Kritik hat abgehoben zeitgenössisch auf das explizit antipreußische. Das Publikum, auch das Berliner Publikum zum Beispiel, dass da der Film anders wahrgenommen wurde. Das war schon klar. Aber Thiele sagt auch, den Lesben war dieser Film eigentlich nicht lesbisch genug, sondern das war Marlene Dietrich, ja, die der Star war, und also für die Lesbenszene. Der ist einfach. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was die Kritik im Moment schreibt, und das, was im Publikum geschieht. Und im Publikum ist das wahrgenommen worden, aber offenbar nicht mit einer Abwehr. Also man hat nichts gehört, ich habe nichts gelesen, dass sozusagen es da eine Abwehr und eine Missachtung des Films oder eben ein Abstempeln im negativen Sinne auch zumal nicht stattgefunden hat. Und das ist vielleicht aber auch dem zu verdanken, sozusagen auch, dass es
dass es auch der Film nicht darauf fixiert, sondern das öffnet wirklich in dem, was dann mal in diesem Satz drin ist, der große Geist der Liebe, ne? Und dass es da in einer gewissen Weise auch aufgehoben ist und nicht identifiziert quasi als was Besonderes. Irgendwie so, weiß nicht. Ich habe mal aus drei Kritiken sozusagen den Punkt so ein bisschen mir rausgeschrieben, kann das kurz nochmal vorlesen. Also Lotte Eisner schreibt eben, Pubertätswirren oder Gefühl zum gleichen Geschlecht. Der Film lässt das offen und das ist gut so. Herbert Ihring hat im Berliner Börsenkurier geschrieben, die leicht lesbisch betonte Tragödie der Erzieherin Fräulein von Bernburg und der Schülerin Manuela von Meinhardes ist auch in anderem Milieu möglich als in diesem Potsdamer Adelsstift, und weiter geht er dann eben auf diese preußische Erziehung, und das sei eben das eigentliche Thema des Films und auch das Wichtige an dem Film ein. Und Hans Wollenberg hat in der Lichtbildbühne geschrieben, es ist eine überdurchschnittliche Leistung, wenn es somit gelang, den an sich diffizilen Stoff mit filmischen Mitteln höchst überzeugend und doch dezent zu gestalten. Die unbewusst erotische Atmosphäre des streng konservativen Töchterpensionats, meine eigene Schrift kann ich kaum lesen, und die kaum ausdenkbare Beziehung einer Pensionärin zu einer Lehrerin, dieses Erwachen des Weibes, in Anführungszeichen, im seelisch labilen Pubertätsstadium, das in rührender Unbewusstheit Richtung und Ziel helldunkler Gefühle selbst nicht kennt. Also so sind sozusagen, ja, die sozusagen in der zeitgenössischen Kritik diese Stellen beschrieben worden, und in eurem Interview, finde ich, kam eben sehr schön raus, du hast gerade auch schon gesagt, da beschreibt Hertha Thiele eben, Karl Fröhlich hat ganz bewusst sozusagen einen anderen Typ als zum Beispiel die Melzer gewählt, vielleicht auch ein bisschen was weggenommen von der Schärfe des Stücks, und zwar mit Blick auf das männliche Publikum. Das sollte ja eben, es wäre ein zu großer Teil, beschreibt Hertha Thiele, des Publikums sonst nicht angesprochen worden. Also sie hat, da würde ich aber auch nochmal einen anderen Teil des Publikums, also ich meine, diese Mitwirken, die haben ja zu einer bestimmten sozialen Schicht gehört, ne? Und gerade auch dann wieder Berlin, da ist ja die Subkultur auch was sehr Öffentliches gewesen, ne? Aber eben, und das, ich glaube, das sagt Hertha auch an einem Punkt, dass für die, bei Winstow das gar kein Problem war, als lesbisch aufzutreten, weil sie entsprechenden Kreisen und auch eben diesen sozial, also gehobenen Hintergrund, Adel und so weiter hatte. Ne, die Mutter kam irgendwie daher. Die im Film ja vorkommen, also diese Dienstmädchen, diese Köchinnen und so weiter, die sind ja auch ins Kino gegangen, ne? Und das, finde ich, da ist der Film ja auch in der Breite offen, ne? Und es ist nicht ein Film, der für eine bestimmte, damals auch sehr exklusive Kultur, ja, ne? Und er muss ja eben auch in allen Schichten wirklich gut angenommen worden sein, sozusagen. Er hat ja großartige Erfolge auch von Anfang an gefeiert. Hat 33 oder 34 in Venedig einen großen Preis gewonnen beim Festival. Und einen zweiten, es ist mir jetzt entfallen, welches, wo das war, aber der war sehr, sehr erfolgreich international. Also, ne? Ich schaue gerade auf die Uhr, weil wir müssen, glaube ich, gleich mal Schluss machen. Also wenn nicht was ganz Drängendes noch ist, dann würde ich mich bedanken bei euch beiden, aber auch für Ihre tollen Rückfragen und fürs Dabeisein heute Abend. Und schlag nur noch mal ganz kurz auch vor, am Freitag wiederzukommen. Um 18 Uhr zeigen wir da das nächste, haben wir die nächste Veranstaltung im Rahmenprogramm, dann mit der Berliner Künstlerin Annette Hollywood, die sich sozusagen auf die Suche nach lesbischen Müttern in der Geschichte begibt. Und wir zeigen dazu den Film Zyankali. 18 Uhr wäre nächste Gelegenheit, Joi, sozusagen hier. Danke, Daria. Also, ja, danke, und ich meine, wir haben jetzt nicht so, wir haben wieder sehr über uns und über die Geschichte, also unsere Erfahrungen, und natürlich
ist die Frage, wie der Film heute gesehen wird. Ne? Mhm. Wir sehen ihn schon aus der Geschichte heraus. Ne? Mhm. Also das wäre die Frage, die wir heute Abend nicht beantwortet bekommen haben. Ne? Wie sehen Sie das denn heute? Was nehmen Sie wahr? Was ist der Film für Sie heute und für das Publikum, was es noch im Kino gibt oder eben auch anders? Ja. Vielleicht finden noch ein, zwei Treppengespräche gleich statt oder wer weiß. Ja, vielen Dank.